So, liebe Leute, nochmal von vorne. Ich habe hier ein Problem, wenn ich eine falsche Taste drücke. Auf dem Grabber. Egal. Wir gucken, wie das jetzt wird. Ich hoffe, ich mache keine Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall... Ach ja, genau. Und den Sound muss ich noch anpassen, habe ich gerade bemerkt. Daran, dass ich die Aufnahme gecheckt habe. Und bemerkt habe, dass... Oh, das kann nicht wahr sein. Dass die Musik ziemlich laut ist, also viel lauter als meine Stimme, und das geht natürlich nicht. Das sollte nicht so sein in einer Aufnahme, denn ihr sollt mich ja schon gut hören. Ja, sehr gut. So, werden wir hier durch. Und das fängt gleich mit diesen schönen kleinen Gängen an. Ja, da kommt man eigentlich auch drüber. Also da passiert einem normalerweise nichts, wenn man nicht, ich ist. So. Da holen wir uns erstmal frische Energie. Meine Lieblings-Equipment in einem Metroid-Spiel, außer den Rüstungen, Energietanks. Gib mir ein Charge-Beam und Rüstung und Energietanks und ich bin glücklich. Und dann gucken wir mal, was wir sehen können. So, hier herab und dann gucken wir mal, wo wir landen. Genau, in Gegnern natürlich. Item, ich nehme mal an, nicht normal zu holen. Oh nein, mit einer Supermissile. Klasse. Mit einer Supermissile. Ist ja schön. Wo kriege ich eine Supermissile her? Wie war das? Ich weiß auch gerade nicht mehr, wo... Wir gehen oben lang. Ich weiß, wo es oben hingeht. Ist mir zwar gerade nicht recht, aber was soll ich machen? Denn hier kommen wir nicht zurück, da kann ich mich noch dran erinnern. Und wir kriegen aber unsere erste Supermissile und die möchte ich gerne haben. Und als Belohnung, die zu bekommen, dürfen wir uns gleich mit einem unserer Freunde aus Super Metroid ETC auseinandersetzen. Ich hoffe, ich komme hier nicht wieder auf die falschen Knöpfe. Eigentlich muss ich ganz ruhig bleiben, nur dann geht das. So. Hätten wir den ja schon mal einmal getroffen. Ist jetzt nicht gerade viel. Habe ich auch nicht so besonders gut gemacht. Also diese Pollen haben das eigentlich gar nicht gut gemacht. Diese kleinen Arschlöcher. Und das war auch nicht so gut. Da hätten wir ihn zum zweiten Mal haben können. Ich merke mir nicht hier. Manche Leute wissen jetzt, wie oft der da hin und her schwingt, bevor er dann das Maul aufmacht. Ich persönlich, ja. Merke mir sowas halt nicht. Vollen auch äußerst ungünstig. Hinterlassen Raketen und Raketen und Raketen. Ich gehe jetzt mal hoch. Bin natürlich auch ein bisschen gefickt, weil so, damit haben wir den auch weg. Seht ihr, das war, ging ja einigermaßen schnell eigentlich. Haben unser ganzes Gedöns wieder.
So, hier dürfen wir jetzt ein bisschen endlos draufballern, bis das mal weggeht. Das, die werden auch sehr schön. Die kennt ihr noch, die... Oh, scheiße, und dann kommt dieses Drecksvieh hierher. Okay, wir machen das doch ein bisschen anders. Weil wir nämlich nicht sterben wollen, nur weil jetzt dieses Drecksvieh uns attackiert. Hier kommen wir noch nicht mal runter. Sehr interessant. Ich hasse dieses Vieh. So. Hervorragend. Speichern. Immer eine Lieblingsbeschäftigung. Und die sind sogar hier. Ich hasse diese Geister. Die gehen mir voll auf den Sack, Alter. Vollends. Die stecken eine vollkommen absurde Anzahl an an Treffern stecken die ein, diese Schweinebacken. Ich überlege gerade, wo ich hier... Ich konnte nicht nach Steamfair, das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich bin jetzt hier sozusagen eingesperrt. Aha. Sozusagen. Oh, und ein Reservetank, sehr schön. Habe ich mich jetzt im Prinzip hier eingesperrt, muss dieses Gebiet machen, aber hier kommt einer meiner unliebsamsten Endbosse, welchen ich natürlich jetzt, also ich finde ihn mit am coolsten von allen Bossen, weil er natürlich in einem der letzten Metroid-Spiele damit auf der Liste stand, wenn man das besonders auf eine sehr gute Weise durchgespielt hat, aber mit ganz wenig Energie ist der schon ziemlich heftig, finde ich, hier in dem Spiel. Powerbomben. So, jetzt ist der Geist aber anscheinend weg und wir haben, was das angeht, wir sind mal ein bisschen unsere Ruhe. Was wir natürlich tierisch gut gebrauchen könnten. Oh, natürlich ist er nicht weg. Scheißvieh. Was wir natürlich heftig gut gebrauchen könnten, wäre mal die High Jump Boots zu haben. Das wäre echt ganz geil. Oh, hier war ja gerade noch so entkommen. Hallo? Scheißvieh. So, da geht schon mal wieder nicht weiter. Versperrte Tür. Zeigt grün, ist von... Oder kommt von... Oh, da haben wir schon mal wieder einen Durchgang. In die Heim. Da geht es nicht rein. Dann geht es wahrscheinlich... So lang. Okay. Eine Karte haben wir leider nicht, nein. Nach links konnten wir ja nicht. Ja, wenn ich wag, der nicht gewinnt, ne? Hinter uns zugeschlossen wird schon mal nicht. Das ist ganz praktisch. Powerbomb. Natürlich. Also war das wieder mal... Hätte ich mir eigentlich denken können, dass wenn ich jetzt schon mal zu einer Tür komme, dass es dann da gar nicht wirklich weitergeht, weil da muss man irgendwas anderes für machen. Was auch sonst, ne? So, aber hier können wir hier noch irgendwie... Nein. Ah, ich bin auch ein Esel. Natürlich hätte ich da eben lang gekonnt. Die grüne Tür steht natürlich für Super Missile. Die hat ja bloß eine komische grüne Färbung. Scheiße. Powerbomben. Und hier geht es dann wieder zurück zu... unserem Raumschiff unter anderem. Lass uns einfach mal checken. Jetzt sind wir hier sowieso gerade lang gegangen. Was soll der Scheiß, ne?
dann müssen wir mal sehen, wo wir hier hinkommen. Ich hoffe gerade, ich komme was ich nicht mehr weiß, an der Stelle, wo ich gerade denke, so, war das so, aber man kann sich da natürlich nie sicher sein. Es gibt hier, da gibt es schon mal nichts. Merkt euch, wo die ganzen Items sind. Wir müssen später hier hin den Scheiß holen. Ah ja, da ist zum Beispiel ein Raketensilo versteckt. Was wir uns jetzt natürlich noch nicht holen können. So, schauen wir hier. Hier hin. Hier war, glaube ich, eine Decke. Jetzt ist hier eine Decke. Nichts mehr. Ich glaube, damit haben sich meine Wünsche auch schon wieder, meine Hoffnung und Wünsche, glaube ich, schon wieder zu nichts, in nichts verwandelt, quasi. Denn okay. Ich hatte mir da was anderes vorgestellt, wo wir jetzt hinkommen. Also ich glaube, ich habe mir da was anderes vorgestellt. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir rauskommen hier. Wenn wir jetzt allerdings bei unserem Raumschiff wieder rauskommen, dann hat sich das alles komplett zerschlagen. Denn da hätte uns der Gang geradeaus auch hingeführt eben. Wir haben ja den oberen genommen, die obere Schleuse, hätten aber die untere nehmen, logischerweise auch nehmen können. Die hätte uns zurück zum Raumschiff geführt, das weiß ich. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir hier woanders rauskommen. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. Oh, die ziehen gut ab, die Kollegen hier. Alter, und wir haben unser Schuss, der ist natürlich auch, der fliegt natürlich auch in einer lächerlichen Geschwindigkeit. Hoch 3. Und hier, den haben wir unter Dauerbeschuss, der kommt uns nicht weg. Der wird uns auch nicht gefährlich. Na, was ist denn hier los? Nee, so nicht. Okay, dann können wir den leider auch nur so abschießen. Oder, naja, ja, oder am Ende so. Gib mir irgendwas zurück, du Arschloch. Du nicht gut treffbares Arschloch. Aha. Ah, hier kommt man runter und dann kann man, ja, seht ihr, jetzt sind wir auf der anderen Seite und ich habe noch gesagt, hier gibt es den Reservetank. Die man sich auch holen kann, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Stachel, sagen wir mal, der mir da in den Arsch pieken könnte. Wir gehen hier aber gleich nochmal hin, also auf jeden Fall. Nur erstmal erkunden und genau, und zum Beispiel aufladen, das ist immer eine ganz tolle Sache. Und natürlich habe ich eine rollige Katze im Haus, was auch sonst. Kann man sich ja vorstellen, so wie das bei mir immer so läuft. Ich kann auch leider nicht so laut reden. Ich würde viel, viel, viel lieber so total laut und wirr mit euch reden. Kann ich aber gar nicht. Weil hier schon alles schläft. Und die Frau drüben halt guckt. So, ich glaube, ich bin gerade einen sehr guten Weg. Ich habe den guten Weg gefunden, den ich wollte. Immer wieder so ein Ding. Oh, ich wette, da ist nichts drin, ne? Oh, okay, Entschuldigung.
Und ich hab mir neulich was gefragt, ne? Nach 10 Jahren, die du hier auf YouTube verbringst, fragt man sich, wie machen das eigentlich die Leute, die sagen dann, die spielen und dann heißt es, ja, herzlich willkommen zurück bei blablabla. So, jetzt sage ich das ja auch ab und zu, aber dann habe ich wirklich das Spiel unterbrochen, also und habe einen Tag nicht gespielt. Woher stoppen die sich die Uhr und dann machen sie sich die Mühe, in dem Video, was sie machen, so lange zu spulen, bis sie das finden, wo sie sagen, mach's gut, bis zum nächsten Video. Also das, ich habe da vorher noch nie drüber nachgedacht, das ist halt total wahnwitzig witzig, finde ich. So, wieder was Neues. Hier wird es ein bisschen wässrig, erinnert mich an die Stelle vor Wrecked Ship im Original Metroid. Ich glaube mal, hier können wir... das machen, genau. Ich schieße hier auch alles platt zur Vorsicht, weil wir müssen die Räume ja erkunden irgendwo. Kleine Scheißkatze. Kleine, rollige Scheißkatze. Das ist nicht gut. Diese Scheiße hier. Die brauchen ja alle so ein bisschen viele Schuss, wie ich finde. Also ein bisschen immens viel Schuss, finde ich. Irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Mit meiner Sprung... also die Weite, die ich springen kann, während ich im Wasser bin, mit der bin ich eigentlich zufrieden. Nein, hier gibt es auch nichts. Gut. Haben wir das ja schon mal geklärt. Oh, Fische. Oh, Fische und so ein Viech wieder. Das leider ungemein viel abzieht, ansonsten hätte ich da gar nicht so eine Probleme mit. Er hatte sogar schon ein paar Schüsse mehr abgekriegt hier. Wir schießen jetzt aber trotzdem alle platt, weil ich vorhabe, da unten zu schauen, was es da gibt. Wäre das Leben ohne Störung. So, komm schon, geh platt da unten. Also natürlich nicht. Aber jetzt kriegen wir ihn richtig frontal. Schön in seinen fischigen Arsch rein. Boah, Alter, guckt ihr euch mal die Schüsse an, die das Ding einsteckt. Junge, Junge, Junge. Also, so. Gucken wir hier weiter. Weiter, beweg dich, Ball. Manchmal hängt man irgendwie fest, das hatten wir eben schon mal in der Mauer. Bisschen merkwürdig. So, und da hatten wir, glaube ich, schon geguckt, ne? Ich denke. Und dann können wir hier weiter. Wenn das denn hinhauen mag. Stopp. Hokus Pokus Stoppibus. Und dann nehme ich natürlich den Weg wieder falsch. So springen wir. So, und gehen gleich wieder ins Wasser rein. Oh. Ich sage euch... also Controller